Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge hier im Multiplayer, beziehungsweise bei unserem Cloud-System. Das ist bei mir jetzt die erste Folge seit dem Release und ich stehe hier oben auf der Terrasse und schau mal so ein bisschen in die neue Zone und muss schon feststellen, da unten geht ganz schön die Post ab. So, also ich bin mal hier rüber gekraxelt. Ich glaube, diejenigen, die beim Mr. Catfish im Livestream mit drin waren, haben mitbekommen, dass ich im Hintergrund hier eine Seilbahn bauen wollte. Deswegen bin ich schon hier drüben. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, wenn ich schon hier bin, mal schauen, ob ich da hochkomme. Und ja, mal so ein bisschen hier noch umgucken, weil ich kenne mich ja hier auch noch nicht wirklich aus, was sich hier noch so geändert hat. Und vielleicht kommen wir sogar da oben an die Zehennägel dran oder Fingernägel oder keine Ahnung. Ich will es gar nicht wissen, was für Nägel. Das heißt, wir dabbeln da mal hoch. Das Problem ist, man kam sonst immer den Hammer sehr einfach hoch. Den konnte man hochspringen und dann ging das. Das ging jetzt in der letzten Zeit nicht so gut. Und jetzt will ich mal schauen, ob es wieder geht. So sieht das Ganze von hier oben aus. Cool. Hat man auch schon lange nicht mehr gesehen hier aus der Sicht. Ja, sucht Hupsi. Nicht schlecht. So. Ist halt jetzt die Frage, kommen wir den Hammer da hoch? Überleben wir das Ganze? Weil da sind auch so ein paar Ameisen, die mich so ein bisschen stören. Aber wir probieren ja, hier oben ist auch ein Punkt, da muss man auch noch irgendwann mal hin. Naja, wenn die Ameise doch da hochkommt, ey, hau ab. Wenn die Ameise hochkommt, sollte ich doch auch da hochkommen, oder? Ach, guck mal an. Funktioniert. Es funktioniert. So, das heißt, wir versuchen, auf den Tisch zu kommen. Sollte funktionieren. Sehr schön. So, das heißt, jetzt kraxeln wir hier nochmal hoch. Und zack. Guckt mal hier. Ah, es sind Zehennägel. Die brauchen wir aber dann für unser neues Schwertchen, was wir uns hier drin auf jeden Fall auch bauen werden. Ob das dann was bringt oder nichts bringt, das werden wir ja noch sehen. Weil da habe ich auch noch keine Werte vorliegen. Das ist ja alles gerade noch bei mir im Test. Aber wir könnten bald, ich weiß gar nicht, da müssen wir wahrscheinlich erst analysieren. Ja, hier ist es noch nicht drin. Na gut, dann bin ich mal gespannt, ob die paar Zehennägel dafür jetzt gereicht haben. Und hier haben wir auch schon die neue saure Süßigkeit. Die nehmen wir natürlich auch mit. Das heißt, heute werden wir mal ein bisschen hier in der Zone verbringen. Mein Ziel ist es zumindest, die Seilbahn hinzustellen. Deswegen habe ich hier auch Ton dabei und ein bisschen Seil. Klar, das wird definitiv nicht reichen an Seil. Aber es geht nur darum, dass ich die Seilbahn schon mal vorbauen kann. Spannen kann ich die von drüben immer noch. So, das heißt, wieder hier runter. Und dann gucken wir uns. Toll, jetzt wollte ich einfach so da drüber und fertig. Aber das, doch, es klappt. Und dann gehen wir mal in die neue Zone und gucken uns da nochmal ein bisschen um. So, und ansonsten, Sonntag ist auf jeden Fall wieder um 15 Uhr Livestream. Da geht es hier dann auf jeden Fall wieder weiter. Und am Mittwoch hätte eine Folge kommen sollen. Die ist aber weggefallen, weil ich ja am Mittwoch einiges zu tun hatte, gerade wegen dem Release hier. So. Ist jetzt die Frage, gehen wir jetzt hier runter oder gehen wir mal da hinten entlang? Das Problem ist, die neue Zone ist einfach nur gewalttätig. Da ist alles, was sich da bewegt, will dich töten. Also, ich weiß auch noch nicht, ob ich mit meiner Rüstung hier wirklich so safe bin. Was habe ich denn überhaupt? Ja, doch, die Marienkäferrüstung. Ist trotzdem riskant. Ich weiß nicht, ob das... Wir gehen mal das Analyse-Dingens da vorne holen. Ich weiß nicht, ob es reicht mit der Rüstung. Ich glaube es nicht. Zumindest nicht so, wie wir sie bis jetzt gelevelt haben. So, ich glaube, piepen muss ich nicht alles, weil Mr. Catfish hat ja schon fleißig hier gepiept.
Er war ja schon in der Zone unterwegs. Okay, an der Analysestation war er wohl auch schon. Jetzt können wir das Schwert herstellen. Ist die Frage, reichen die paar 10 oder brauchen wir dann noch mehr? 10 Stück, das heißt, da können wir noch ein paar Mal da hochklettern. Das ist super. Aber gut, sollte uns nicht aufhalten. Wir gucken uns weiter um und schauen mal, was wir noch so alles hier... Schau mal, so grob abgreifen können, analysieren können, angucken können. Warum ich jetzt hier hinten in die Ecke? Ich will eigentlich nach da vorne, aber ich will jetzt einfach wissen, was hier hinten ist. Geht nichts dran vorbei, man muss sich's doch angucken. Man weiß ja nie, am Schluss liegen hier 5000 Zähne. Ach nein, hier liegt eine Wolfsspinne. Die wollen wir nicht. Also macht im Moment auch keine Probleme mehr, die Wolfi, aber... Ja, wir wollen nicht den ganzen Tag hier kämpfen. Wir wollen uns umgucken. Da haben wir die neuen Spinnchen. Die hat er wohl schon gepiept. Warum Hupsi sich jetzt so über einen Rüsselkäfer freut, ich weiß es nicht. Okay, hier liegt schon mal kein Zahn oder sonst irgendwas. Aber hier, da liegt doch wieder. Sehr schön. Die Süßigkeiten, die nehmen wir doch mit. Da können wir dann die sauren Batzen, die neuen, herstellen daraus. So, und ihr werdet wahrscheinlich viel mehr Sachen jetzt in den Staffeln bei mir und bei Mr. Catfish sowie hier Multiplayer finden, bevor Tutorials kommen. Weil ich bin noch fleißig dran, das muss ich halt alles ablaufen, aber es kann passieren, dass wir halt hier einen weiteren Stand haben werden. Das heißt, immer schön abonnieren, die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr das auch alles mit, was wir hier so erkundschaften oder rausfinden. Tutorials sind auf dem Weg, dauert aber noch ein bisschen. Ist nicht mehr so easy und schnell aufgenommen alles. Fußabdrücke, okay. Also da vorne hatten wir schon mal die erste Tür, die verschlossen ist. Bei den Batterien haben wir jetzt gelernt, halten wir uns fern, weil wenn ich da schon im Kreativmodus da oben drauf sterbe, ist das, glaube ich, im Nicht-Kreativmodus nicht gerade besser. Glaube ich zumindest. So, und dann nähern wir uns hier der Werkzeugkiste. Das ist nochmal ganz interessant. Da können wir ein bisschen Rost sammeln, wenn jetzt schon alles Mr. Catfish weggelootet hat. Und ich glaube, wir kämpfen mal mit so 1-2 Ameisen. Ist nur die Frage. Hätte ich mal gucken müssen, was die für einen Schaden haben. Weil ich glaube, Feuerschaden wird es nicht sein. Aber guck mal, die Axt, die haut schon gut rein. Wenn wir noch ein bisschen Ausdauer hätten, ne? Oh, die Axt ist gut. Axt ist gut. So, jetzt gucken wir aber mal schnell rein. Daten. Ach, die sind ja komplett böse. Frisch, scharf, Augen. Okay. Frisch habe ich noch nichts gelevelt. Aber wir können uns mal merken, mit der Axt geht es ganz gut. Die vielleicht auch frisch gemacht. Dann hätten wir was gegen die Ameisen hier. So, nehmen wir noch ein bisschen Donut mit. Fortschmeißen können wir es immer noch, wenn wir irgendwas nicht brauchen. Gerade das verrottete Essen, ich glaube, das schmeiße ich dann eh wieder weg. Aber erstmal, was man hat, hat man, ne? Fortschmeißen kann man immer noch. Was haben wir hier? Ach, dich kennen wir doch schon. Du bist langweilig. So. Okay, ist schon leer. Hat der Kerl hier schon alles weggelootet? Ne, die hier liegen noch Schrauben rum. Die geht wohl nicht. Das sind nämlich nur die Verrosteten, die gehen. Also da vorne die, hier der Nagel. Müsste, genau. Jetzt haben wir schon mal ein paar Rostklumpen. Ja. Ich weiß nicht, ob die Chance so gering ist oder ob die im Boden stecken. Aber Rost sieht... Hier haben wir wieder welche. Da liegen sie. Rost ist gar nicht so einfach zu finden. Da ist irgendwo eine Wolfi unterwegs. Ich will keine Wolfi, ich will den ganzen Rost haben. Oh, guck mal. Babyspinnchen, neues. Warte mal, die müssen wir pupsen, piepsen. Oder so irgendwie. Geil, die sehen schön aus. Die gefallen mir.
Ich bin immer noch sauer. Wo ist die Wolfsspinne in Miniatur? Und wo ist das Halsband? Guckt die euch doch mal an. Sind die nett süß, die Kleinen? Sind die nett cool gemacht? Also die normalen Babyspinnen finde ich schon langweilig. Die sehen aber irgendwie, die haben geiles Design. Ein Nachteil hat es, wenn die jetzt hier angetanzt kommen. Das heißt, wir sind nicht weit von der richtigen Großen weg. Und, nee, sind wir auch nicht. Wir sind fast neben ihr. Die ist nämlich am Rasenmäher. Mal, wie viel Rost hier rumliegt. Oh, Grassamen nehmen wir natürlich auch mit. Eieieiei. Ich bräuchte noch irgendwie so einen Bollerwagen oder irgendwas, was ich hinter mir herziehen könnte. Stimmt, ein Haustier. Ist ja ähnlich wie ein Bollerwagen, nur ohne Räder oder so irgendwie. Ich muss mir mal ein Haustier craften. Haustier zähmen, züchten. Ach, keine Ahnung. Kriege ich irgendwie hin. Ihr wisst, was ich meine. Aber stimmt, die können ja auch schleppen. Wenn ich jetzt überlege, so 10 Fliegen, die mir hinterherfliegen und alle immer schön das Inventar vollgeklatscht kriegen bis zum Geht-nicht-mehr, ist doch vielleicht nicht verkehrt, oder? Wäre jetzt nur mal so ein Gedankengang von mir. So, da wollen wir jetzt mal schnell hin. Haben wir eigentlich... Ups, nee, da wollte ich nicht hin. Haben wir noch irgendwelche Quests? Ja, guck mal. Und haben wir noch Zähnchen? Ah, guck mal. Nee. Müssen wir erst noch ein paar sammeln. So, das ist der Baumstumpf. Da wollte ich noch nicht hin. Wir sammeln noch mal ein bisschen Rost. Ich weiß zwar noch nicht alles, was man aus Rost herstellen kann. Ich weiß, da gibt es den Rostspeer und... Ja, aber da müssen wir erstmal. Der Hammer geht auch. Da ist halt der Betäubungseffekt noch mit drin, ne? Ey, ich sehe schon, komm, Hupsi kann hier bald einen Schrotthändler machen. Alle, die Rost brauchen hier auf dem Server. Bitte an Hupsi wenden. Schrotthändler. Perfekt. Schöne ist, das geht alles mit einem Schlag, ne? Man muss nicht 500 mal draufhauen. Das ist eigentlich nur ein Schlag dann. Och nö, dich will ich jetzt gerade mal noch nicht... Ey, mach mich nicht so blöd von der Seite an, so. Was kommt da jetzt schon wieder? Naja, ist alles aggro hier in der Zone. Alles aggro. Nur ich nicht. Upsi, ist ganz brav hier drin. Ey, wir haben 60 Rost. Toll, Inventar randvoll mit Rost, nichts anderem, oder wie? So, und am Sonntag werden wir wahrscheinlich zusammen unseren Handelsposten bauen. Also das war so unser Gedankengang. Weil neue Zone, alles schön und gut. Wir könnten genauso wie jetzt durchrennen, so ein bisschen farmen. Das wäre ja alles kein Thema, aber so die größeren Bosse oder so, da werden wir mit unserer Rüstung im Moment noch keinen Schaden anrichten können. Das heißt, das würde hier in der Multiplayer-Folge beziehungsweise im Livestream am Sonntag, das würde noch nicht hinhauen. Das bringt nichts. Wir gehen da hin und das dauert nicht lange, dann liegen wir am Boden. Da müssen wir jetzt alles erstmal ein bisschen hochleveln, ein bisschen verbessern und dann könnte man sich vielleicht da in die erste, in die eine oder andere Höhle wagen. Wollen wir einen Blick reinwagen? Nur einen Blick reinwagen. Ich hoffe nicht, dass die jetzt mit Aggro da rausgerannt kommt. Das Gute ist, ich bin gerade allein auf dem Server. Das bedeutet, ich kann, ein
bisschen mit dem Fotomodus spielen. Hallo? Ja, da wollen wir nicht hin. Ah, warte mal, so mal drehen. Jetzt so drehen. Vielleicht können wir. Ja. Oh, da ist er. Das Mistvieh. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas Interessantes bis auf Mistvieh? Nee, hier rennt nur Mistvieh rum. Wollen wir Just for Fun der einfach mal eins auf die Mütze geben? Die wird mich zwar killen, aber wollen wir nicht einfach mal so. Einfach Just for Fun. Das Problem ist, hier auf dem Multiplayer-Server ist es nicht so easy mit Speichern. Was ich höchstens machen könnte, ich könnte mir einen Spawn-Punkt hier setzen. Ich hätte ja mal so voll Bock drauf, da jetzt reinzuwackeln und. Ne? Wir setzen uns hier jetzt mal einen Spawn-Point. Ich muss nur noch Klee finden. Och, nicht der schon wieder. Mensch, Junge, du bist echt. Aber ich sehe hier noch keinen Klee weit und breit. Hau ab. Ich würde schon ganz gern da mal reingehen und einfach nur mal. Ich weiß, dass ich sie nicht schaffen werde. Definitiv nicht. Glaube ich nicht. Wüsste ich nicht. Nee, ich habe keine Keule und nichts dabei. 10 Jahre später. So, jetzt sollten wir aber auch mal Müll machen, ein bisschen. Obwohl, wir können erstmal gucken. Da haben wir Schwarzpulver. Hier ist aber auch kein Kleeweitenbrei. Ach, Mist, der Catfish war schon hier. Ach so. Ach so. Ja. Ich sehe aber auch gerade, ich habe keine Nahrung mehr dabei. Ach du Heilige. Ich hatte doch noch ein Päckchen gehabt, oder habe ich das mittlerweile schon wieder wegschnabuliert? Mist. Deswegen wäre es gut, einen Spawn-Point hier hinzusetzen. Weil wenn ich dann sterbe, dann bin ich eh wieder hier in der Zone. Und hier in der Zone will ich erstmal meine Seilbahn rübergebaut haben. Weil sonst muss ich jedes Mal über die Terrasse und den riesen Weg da machen. Wo könnte Klee sein? Ich brauche doch nur ein einziges Klee. Und habt ihr schon was Essbares hier rumrennen? Doch, Rüsselkäfer waren hier vorher. Vielleicht könnten wir uns mal kurz einen Grill irgendwo hinschmeißen. Larven. Ja, ich weiß, aber es kommt keine Laus, es kommt kein Rüsselkäfer. Es ist ja noch nicht mal Klee irgendwo. Mist. Ich sehe aber auch auf Entfernung nirgends Klee. Das ist Mist. Und auch kein Rüsselkäfer, den man mal so schnell wegnaschen kann. Vorher ist mir doch einer über den Weg gelaufen. Hätte ich den nur gleich hingepackt. Mann. Ja, hier liegt noch ein Autoreifen. Habe ich nicht irgendwas, was mir irgendwie. Das könnte ich wahrscheinlich essen. Wie viel bringt denn der? Ach komm, dann hauen wir uns 2, 3 Stück davon rein. Die finden wir doch auch noch. So, und was haben wir hier unten? Zumindest schon mal kein Klee. Ja, ich würde mir jetzt liebend gern mal kurz einen Schlafplatz mit einem Respawn Point hier hinsetzen. Weil nach Hause komme ich wieder ganz schnell. Das ist kein Thema. Die Hecke findet man. Aber wenn ich jetzt hier sterben sollte, muss ich den ganzen Weg wieder hierher dappeln. Da ist ein Mixer. Ey. Das ist doch schon wieder so gewollt von denen. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir mal Klee mitgebracht. Da klebt ein Kaugummi.
Eine neue Forschungsstation. Sehr schön. Mal gucken. Wartet mal. Machen wir das doch anders. Klee. Ha, da denkt mir doch nie dran. Klee. Kleeblatt. Da. Gehen wir holen. Sehr schön. Wo ist da? Wo ist da? Da? Da ist da. Okay, Klee haben wir. Das heißt, wir können einen Schlafplatz machen. Und ich glaube, wir gehen einfach mal bei dem schwarzen Dingens rein. Zum Ende der Folge lassen wir uns von ihr nochmal töten, oder? Oh, da ist ein Zahn, den nehmen wir gleich mit. Einfach nur, um sie nochmal gesehen zu haben. Ich finde es einfach genial. Soll die uns einfach jetzt mal killen, meinetwegen. Dann spawnen wir halt hier wieder. Toll. Da oben. Echt jetzt. Guckt euch das mal an. Ganz viel Klee. So. Jetzt. Warte mal da. Immer gleich gucken gehen. Nervige Ameisen. Ach, hier, das ist das. Ja. Das hatte ich auch schon gesehen gehabt. Wie heißt das? Feuerhölle, irgendwie Dingens. Das hat. Ja, ich kenn's noch aus der Schule. Das haben die Mädels immer irgendwie. Und. Ja, man kennt's. Himmel, Hölle, keine Ahnung, so irgendwas in der Art. Oh, meine Rüstung ist matsch. Ich glaube, da macht es keinen Sinn, bei der schwarzen Witwe da reinzurennen, oder? Na gut, was haben wir zu verlieren? Wir haben unseren Safe Point. Also noch nicht, aber gleich. Ich glaube, wir springen da einfach mal rein. Einfach so just for fun. Mal gucken, was passiert. Ich würde mich nur wegschmeißen, wenn wir sie doch dann irgendwie killen. Glaube ich zwar nicht, aber... Hilfe. Och du. Bleib mir nur fern. Ja, jetzt, wo der Stein kommt, habe ich keine Ausdauer mehr. Also sehr schön. Aber der hat mich ein bisschen vorgeschubst. Ach ja. Deswegen, ich glaube, zum Folgenende machen wir jetzt just for fun nochmal hier ihr Spinnchen. Die wird uns mit 2 Schlägen, 3 Schlägen wahrscheinlich aus dem Leben holen. Ich laufe aber auch gerade hier in Müll zusammen. Was ist denn hier los? Gibt's doch gar nicht. Also ich laufe gerade wirklich Müll zusammen. Sind wir an dem blöden Marienkäfer vorbei. Aber wir haben auch ein paar Tränke dabei, habe ich gerade gesehen. Das heißt, für Heilung ist ja im Endeffekt gesorgt. Essen wir halt nochmal schön. Und dann sterben wir hier. Wird wahrscheinlich jetzt passieren. Gehe ich sehr stark davon aus. Also zumindest nicht hier, da vorne. Ah, jetzt kommt noch eine Ameise. Eine Laus ist mir am Essen gefunden. Ach, Laus. Nee. Nee, das mach ich nicht mit. Du kommst schön jetzt. Ich muss erstmal die Ameise beseitigen. Mist. Ach, jetzt kommt die nächste, oder was? Ach, was? Was bist denn du für ein Mistvieh? So, und jetzt bist du dran. Ich brauche noch Frühstück. So, sehr gut. Hat funktioniert. Ich glaube, hier bauen wir jetzt erstmal unseren Schlafplatz. Machen wir mal einen Schlafplatz. Und wir machen auch unseren Respawn hier hin. Und wir brauchen was zum Essen machen. Grill. Dings. Teil. Da. Trockenes Gras. Oh. Hoffentlich ist das hier überall irgendwo. Ah, sehr schön. Das könnte trockenes Gras sein. Sehr schön. So, komm. Gleich mal die Laus aufhängen. Ja, Rüstung ist total Damage. Das heißt, viel Verteidigung jetzt bei der Spinne hätten wir nicht. Also, wie gesagt, das wäre jetzt eh nur
Einfach nur just for fun und mal da reingerannt und geguckt, was passiert. Ja. Jetzt wird Hupsi ganz verrückt hier drin. Was sagt denn die Uhr? Ah, mit Schlafen ist noch nicht. Mit Essen ist auch noch nicht. Haben wir irgendwo Saft? Könnte da sein? Lassen wir uns vielleicht nochmal schnell eine Bandage machen. Ich will noch nicht die Tränke alle aufnutzen. Da ist eine Wolvi oder irgendwas anderes. Naja, irgendwas kommt da schon wieder. Ich sag euch, die Zone will euch töten. Es ist eine Wolvi. Hau doch ab. Also die sollte jetzt nicht so das Problem sein. Aber jetzt unnötige Kämpfe wären jetzt auch blöd. Ah, wir haben noch nicht mal den verbesserten Faserverband. Oh. Und der bringt halt nicht viel, ne? Ist sofort. Komm, den Gag geben wir uns jetzt. Ich weiß, das werden wir nicht schaffen. Das ist sehr unrealistisch. Aber warum nicht? Bisschen Spaß, oder? Was passiert eigentlich, wenn der Marienkäfer da reinläuft? Nicht zu mir, du sollst da reinlaufen. Du bist echt so bedeppert. Okay. Also ich will zur schwarzen Witwe und der Marienkäfer macht mich schon fast platt, ne? Ja, das Problem ist, ich habe halt keine Rüstung mehr an. Aber wie gesagt, just for fun können wir es mal machen. Ich habe jetzt da vorne meinen Respawn. Das heißt, selbst wenn wir jetzt sterben, bin ich eh gleich wieder hier. Da ist nichts verloren jetzt. Rüstung ist eh im Arsch. Oh, im Eimer. Tut mir leid, sorry. Kaputt. Okay. Guckt's euch an. Guckt's euch an. Okay, drei Schläge haben wir schon und wir sind gleich down. Und guckt mal. Jetzt haben wir auch noch so eine Larve. Ey, guckt euch das doch mal an. Guckt euch das doch mal an. Krass. Mist, wie, aber gut, wir haben sie wenigstens mal kurz gestreichelt. Ach, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ah. Das Katana macht kaum noch Schaden bei dem. Die Axt ein bisschen praktischer. Ja gut, aber jetzt war auch mein Problem, dass die Rüstung total Schaden hatte, ne? So, das heißt, ich versuche jetzt einfach mal in die Richtung und spanne zumindest mal die Seilbahn hier rüber. Weil Inventar ist ja jetzt auch bald voll. Das heißt, nach Hause und komplett neu ausrüsten. Rüstung reparieren und. Guck mal, da haben wir noch ein Püppchen. Kaputtes Püppchen. Das ist auch wieder ein... der Dschungelameisenhaufen. Ja, ja. Den wollen wir aber jetzt noch nicht machen. Nee. So. Ich wollte mal auf der Karte gucken, wo der ist. Ah, das ist der. Kriegen wir auch angezeigt. Sehr schön. So, ich wollte aber mehr so in Richtung Heimat. Und dann mal gucken, dass wir da noch eine Seilbahn gebaut kriegen. Ich sag mal klar,
Mit meiner kaputten Rüstung oder sonst wie hätte ich so oder so keine Chance jetzt gehabt gegen die Spinne. Aber ich denke auch, selbst wenn die Rüstung da gewesen wäre, lange hätten wir da nicht durchgehalten. Also ich denke, wir sollten da auf jeden Fall uns sehr gut drauf vorbereiten, bevor wir uns hier in die Zone reinwagen. Also zumindest bevor wir auf die Idee kommen, so größere Geschichten wie Spinne oder so zu erledigen. So, eine Seilbahn könnte man eigentlich hier irgendwo hinbauen. Hier müsste gut gehen. Weil da ist meine Seilbahn. Von der Höhe sind wir unter der Terrasse. Das heißt, die geht auf jeden Fall schon mal schneller wie die andere. Hoffe ich zumindest irgendwie. Das Problem ist, machen wir die Seilbahn weiter nach hier vorne. Ja doch, könnte auch noch funktionieren. Oh, die Motte ist unterwegs. Man hört sie schon. Miep, miep. Nur wo ist sie? Man hört sie gerade schon. Aber die wollen wir ja jetzt eh nicht, ne? So, wir nehmen uns hier mal Holz. Ist halt blöd, dass es jetzt dunkel ist. Aber ich müsste eigentlich meinen... Mist, ich habe meinen Leuchterhelm nicht dabei. So, machen wir hier die Seilbahn hin. Nur die Frage, wo ist noch der eine Stängel, bevor mich der da oben erwischt? Es müssten 6 Stück gewesen sein. Ah, hier haben wir wieder totes Getier rumliegen. Ah, ja, kämpft ihr zwei doch mal. Komm, ich brauche doch nur noch ein Holz. Wenigstens die Seilbahn komplett. Zack. Die anbinden. Da oben. Sind ja nur 44 Stück. Das sieht doch ganz gut aus. Gesundheit niedrig. Fällt dir aber früh an, Hupsi. Fällt dir wirklich sehr früh ein. So, dann würde ich aber sagen, sind wir hier erstmal am Ende angekommen. Ich sehe jetzt zu, dass wir mal nach Hause kommen. Ich will die Motte noch mal sehen. Die sitzt bestimmt irgendwo da oben drinne bei der Lampe. 100 pro. Ja, die ist irgendwo da oben. Mist. Na, ich denke, die werden wir noch finden. Ich finde die quietschen so cool. Ja, dann versuche ich halt jetzt mal nach Hause zu kommen. Dann würde ich sagen, seid mal so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren, ne? Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Folgen. Also, bis denn und tschüss.